Ja, schönen guten Abend an alle. An sich wollte ich ja nie in so etwas oder für so etwas ein Video machen. Jetzt sehe ich mich gezwungen aufgrund unserer Situation hier in Deutschland. Aufgrund der Situation der Therapeuten, im speziellen Fall der Physiotherapeuten, welcher ich auch bin. Und ich selber habe eine Praxis in Bonn mit Mitarbeitern. Und ja, habe mich letztendlich so ein bisschen da auf verlorenem Flur gefühlt und wusste bis dato, also bis jetzt, nicht so recht, was ich mit der Situation anfangen soll. Habe erstmal natürlich die Praxis offen gelassen, wie wahrscheinlich die meisten Selbstständigen auch. Natürlich auch aus finanziellen Gründen. Ich habe heute aus moralischen Gründen, auch moralisch von mir selber und aber auch vor den anderen und aus einem Gefühl heraus, ich denke einem richtigen Gefühl heraus, die Patienten abgesagt, die absolut nicht therapiert werden konnten. Ja? Also mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Atemwegserkrankungen oder andere Patienten, die grundsätzlich stark gefährdet sind. Hausbesuche habe ich grundsätzlich abgesagt, weil das ja in der Regel immer Patienten sind, die sogar so schon irgendwo gefährdet sind. Auch wahrscheinlich immer mit ein Grund ist, weil sie eben nicht in der Lage sind, in die Praxis zu kommen oder weil es eben ja zu gefährlich, zu kompliziert für sie ist. Morgen werde ich weiterhin die Praxis aufhaben, aus den schon genannten Gründen. Fühle mich trotzdem nicht sehr wohl dabei. Der Politik, der Gesellschaft in Deutschland müsste ja eigentlich klar sein, dass wir als Therapeuten, auch als Praxisinhaber, auch Menschen sind. Menschen sind, die gerne helfen wollen. Und ja, unser Bestes geben bis zum einen Punkt, wo es sinnig einfach ist und den wir auch vertreten können. Ich für mich persönlich kann diesen Standpunkt nicht mehr vollends vertreten. Hadere mit mir letztendlich jeden Tag. Ich teile das auch ständig meinen Mitarbeitern mit. Diese hadern irgendwo auch und haben auch kein Verständnis dafür. Nur halten wir in dem Punkt einfach zusammen und sagen, okay, wir machen das bis zu der Grenze, wo wir merken, es geht absolut nicht mehr. Und dann machen wir die Schotten dicht. Die Folgen dürften allen Menschen, nicht nur Therapeuten oder Inhaber von Praxen, jetzt egal in welchem Therapieberufen oder egal in welchem Milieu bekannt sein, die finanzielle Auswirkungen ist jetzt schon bei vielen sichtbar und spürbar. Das, was heute so über die Medien herausgetragen wurde, auch von der Politik und auch leider Gottes, wie ich empfinde, von den Verbänden. Ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren. Einige meiner Kollegen werden das wahrscheinlich auch ganz anders sehen und sagen, was du in dem Fall hier in dem Video sagst, können wir so nicht unterschreiben. Ja gut, ich habe jetzt hier auf meinem Bildschirm mal von der WHO einfach mal die Coronavirus-Situation aufgeführt und sehe so die Staaten, Schrägstrich Länder, die betroffen sind. Sehe da China an erster Stelle natürlich, sehe dann Italien, sehe dann den Iran, ist ja wahrscheinlich sehr vielen bekannt, dann Republic of Korea, also Südkorea, dann sehe ich Spanien, dann sehe ich Frankreich, dann kommen wir, dann kommt vermeintlich schon die Schweiz, dann kommen die Staaten, ja, dann kommen die Niederlande, dann kommt England, Norwegen, Belgien, Schweden, Österreich, Dänemark, Japan. So, und dann geht es immer so weiter. Viele werden wahrscheinlich auch keine korrekten Zahlen angeben von gewissen Ländern oder sehr relativ vielen Ländern, aber sei es drum. Erschreckend ist nur zu sehen, was in den letzten Tagen in Italien so alles passiert ist, weil sie eben nicht direkt reagiert haben und wie viel Todesopfer es letztendlich in so einem modernen und vermeintlich aufgeklärten Land eigentlich doch noch zu beklagen sind. Und sie appellieren ja ständig auch deutlich an uns und an unsere Regierung, dass wir da handeln müssen. Und wir tun es aber nicht. Wir tun es nur sukzessive. Auf Empfehlungen hin, die durchaus auch zu beachten sind. Natürlich ist das Robert-Koch-Institut absolut ausgewiesen in dem Bereich und sind die absoluten Experten, wie eben
alle, die sich mit den Themengebieten jahrelang, jahrzehntelang beschäftigen. Ich bin kein Experte in dem Segment. Ich bin da auch ein Laie. Ich denke mal, viele unserer Kollegen werden dies auch sein. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja einen gewissen Menschenverstand und eine gewisse Logik und es gibt Zahlen. Und es gibt Sachen, die man sieht. Man muss klar einordnen. Man muss nicht anfangen, hysterisch zu werden. Man darf keine Hysterie vermitteln. Das macht auch keinen Sinn. Auch nicht übermäßig die Leute dazu anhalten, Desinfektionsmitteln zu hantieren oder diverse andere Sachen, übermäßige Hamsterkäufe, sondern versuchen relativ, was die Situation halt hergibt, besonnen zu bleiben, weil das nützt niemanden, das schafft nur noch mehr Verunsicherung. Aber um das Ganze nochmal auf uns zurückzuführen, es liegt ja auf der Hand. Wir sind in einer Praxis. Entschuldigung, ich muss noch was trinken, ich habe heute schon so viel geredet. Wir sind in einer Praxis auf engstem Raum mit Patienten, egal ob es jetzt die Maßnahmen an der Therapiebank sind, das sei mal dahingestellt, oder ob es die Maßnahmen im Trainingsraum sind. Wie uns bekannt ist, sind Fitnessstudios geschlossen, Schulen sind geschlossen, Kinos sind geschlossen, diverse Sachen sind eingeschränkt. Ich habe jetzt einige Sachen nicht aufgezählt. Und wir, die am Patienten direkt arbeiten, länger in der Regel als 15 Minuten, bedenke die 15 Minuten, kommen da irgendwie in eine Situation, wo ich sagen muss, laut den Aussagen des Robert-Koch-Instituts und den Maßnahmen, die ergriffen wurden, müssten wir gerade eine potenzielle Quelle für den Ausgang oder beziehungsweise nicht für den Ausgang, sondern für das Problem dann sein, weil zu uns Patienten kommen, mit denen wir in engen Körperkontakt stehen, dann kommt der nächste Patient bei größeren Praxen, ist noch eine viel größere Rotation, verschiedenste Patienten, die sind mit verschiedenen Menschen in Kontakt, auch mit vielen Älteren. Es kommen viele Ältere zu uns, wie er bekannt ist. Ja, wir haben einen hohen, hohen Anteil in Deutschland, allein schon durch den demografischen Wandel und die Demografie her, dass wir viele ältere Menschen haben, die eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Atemwegserkrankungen haben und diverse andere Sachen, die sie eben stark im Alltag einschränken. Und dann kommt noch so eine Situation wie mit dem Coronavirus dazu und wir sollen dann weiter behandeln. Natürlich ist nicht gesagt, dass jeder Mensch potenziell gefährdet ist und überall die Infektionen herrschen, aber dass die Gefahr ist einfach zu hoch. Und wenn es dann zum massiven Ausbruch kommt, kommt dann irgendwann das ganze System nicht mehr hinterher und implodiert förmlich. Und da ist mit keinem geholfen. Wenn wir das Ganze schon angehen und es ist nicht zu verhindern, dann sollten wir es geordnet angehen und mit dem nötigen wissenschaftlichen Sachverstand und entsprechend handeln. Und dann nicht vor allen Dingen Leute, die aus dem System kommen, auf langer Flur alleine lassen und dann noch so weit gehen und sagen, ja, alle therapeutischen und medizinischen Einrichtungen bleiben offen. So ist das Dekret. Ja, nein. Kann einfach nicht sein, weil wir genau in der Situation dastehen und eben im engsten Kontakt mit Patienten sind. Ja. Besonders betroffen sind Hausbesuche, sind bestimmte auch Reha-Einrichtungen, wo frische operierte Menschen liegen und so weiter und so fort. Das kann einfach nicht sein. Es muss da ein Plan, es muss eine Art Leitlinienpaket geschaffen werden, auch was die finanzielle Situation angeht. Der Herr Dr. Roy Kühne von der CDU hat er bereits eben, habe ich erst eben kürzlich das Video gesehen, einen Vorschlag gemacht für einen Rettungsschirm, ja, im Zusammenschluss mit den Kassen, mit allen Kassen, nicht nur, ich wäre dafür, nicht nur dann mit den Krankenkassen, den gesetzlichen, sondern eben auch der privaten Kassen, weil das ist bei vielen auch ein erheblicher Anteil, bei mir sind die privaten auch ein erheblicher Anteil, der meine, die meinen Umsatz generieren lassen. Und da muss es einen Rettungsschirm oder dergleichen geben mit einem großen Profil an einem gewissen Rahmen, der sich wie so eine wissenschaftliche Leitlinie verhält, wo allen Praxen, der Einmannpraxis, den großen, allen geholfen wird, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass die Strukturen beibehalten werden, dass den Menschen geholfen wird, eine Sicherheit gegeben wird, dass sie auch weiter arbeiten können. Und im Nachgang, wenn das Ganze mal irgendwann vorüber sein sollte, wir wissen ja nicht wann, nicht das totale Chaos ausbricht und wir nicht mal mehr die Patienten, die wir normalerweise versorgt hätten, gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr versorgen können, weil die meisten Praxen zu haben, Finanzierungsprobleme haben, die dann selber zu einem
Problem letztendlich werden, also in erster Linie aus finanzieller Sicht, und wir den Versorgungsauftrag im therapeutischen Sinne gar nicht mehr erfüllen können, weil wir jetzt darauf beharrt haben, dass die verdammten Praxen offen bleiben. Ja, und wenn es so wichtig ist, dass Therapeuten weiterhin im Gesundheitswesen aufrechterhalten bleiben oder was tun sollen, was dienliches, dann sollte ein Vorschlag gemacht werden aus der Allgemeinheit oder aus der Politik, wo man Therapeuten gut einsetzen könnte. Ich selber war im Militär gewesen, man kann Therapeuten, gibt einige, die waren Soldaten gewesen, natürlich alles auf freiwilliger Ebene, selbstverständlich, dass man die Soldaten waren, dazu überbringt oder ihnen die Vorschläge macht, dass sie für eine Zeit lang im militärischen Dienst eingesetzt werden, egal ob es in der Logistik oder nützlicherweise im gesundheitstechnischen Bereich eingesetzt werden, um in der Bevölkerung zu helfen, beziehungsweise alle anderen Therapeuten. Wie gesagt, das ist ein Vorschlag, teilweise, die sich dazu bereit erklären, wohl bemerkt, nochmals hier zu erwähnen, in Krankenhäuser verteilt werden, um als medizinisches, unterstützendes Personal dienlich zu sein, um Engpässe eben auffüllen zu können, da wo es extrem vonnöten ist. Und dass man da eben, es ist ja bekannt, wer Physiotherapeut ist, das ist den Gesundheitsämtern bekannt, ja, und dass da eine Koordination stattfindet, dass man eine koordinative Stelle dafür anrichtet. Dann hätte man sogar einen positiven Zugewinn, anstatt so eine Situation wie jetzt. Es werden ja Auffangschirme für alle geschaffen, also ist es ja wohl kein Unding für einen wichtigen Beruf, wie es ja immer wieder vermittelt wird, weil er systemrelevant ist, so wie es auch formuliert wurde und auch von der Regierung formuliert wurde, da irgendwie danach zu stützen und zu helfen, wo die Therapeuten ewig um drei Tage, alle Therapeuten, Physiotherapeuten, Lokopäden, Podologen, Ergotherapeuten, nimmt es mir nicht übel, wenn ich irgendjemanden vergessen habe. Natürlich auch die Ärzte, die Krankenschwestern, alle, die im Gesundheitssystem sind, Apotheker und so weiter, Zahnärzte, wer auch immer, alle, die da in dem Bereich sind und versuchen, ihr Bestmögliches zu geben, vor allen Dingen jetzt in der Situation, da die Bevölkerung zu unterstützen und zu stützen. Wie gesagt, mein Vorschlag wäre eben, dass man da auf die Therapeuten zugeht, egal jetzt ob militärisch oder eben zivil, da eine Lösung findet und zu der rechtzeitigen und gegebenen Zeit da ein Auffangschnürpaket verabschiedet, was weit über die Grenzen hinausgeht und oder weiter hinaus dann eben auch besondere Kredite für therapeutische Praxen bewilligt und da keinen großen Hehl, um irgendwelche Liquiditätsnachweise zu fordern oder irgendwelche unüberwindbaren Hürden, ist ja bekannt nach 2009, nachdem es den ersten großen Börsencrash gab. Ja, also die Regierung betont ja selber, sie hat das Geld, dann soll sie es auch an die Richtigen verteilen, damit im Nachgang eben auch die, Entschuldigung, dass das gesellschaftliche Leben weitergehen kann. Das ist erstmal mein Standpunkt zu diesem Thema. Was ich noch abschließend sagen wollte, ist, wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten, vor allen Dingen wir Therapeuten, auch alle anderen Menschen, aber hier geht es jetzt in erster Linie immer um uns Therapeuten, deswegen auch mein Video. Ich hoffe, dass die Verbände das auch so aufgreifen werden. Der Herr Dr. Roy Kühne hat ehrenhafterweise da das ganze Schulheft in die Hand genommen und hat sich da zum Einsatz gebracht und einen echt wunderbaren Vorschlag gemacht für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, und wir sind alle davon betroffen. Und Chapeau, Dankeschön dafür schon mal. Sie haben uns da echt einen Top-Dienst erwiesen, was das angeht. Jetzt hoffe ich noch auf die Verbände, dass sie geschlossen vorgehen und viel, so viel wie möglich von uns erreichen und auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen und nicht auf Kuschelkurs gehen, sondern klare Kante zeigen und dass die Kassen Einsicht haben, dass die Kassen sich auch in diesem Moment, wie dieser dasteht, sich mit uns zusammensetzen und an einem Strang ziehen und nicht versuchen, um sich gegenseitig und untereinander auszuspielen, sondern wirklich klare Kante zeigen, auf die Politik zugehen, da auch klare Kante gemeinsam geschlossen zeigen und dass wir alle das erreichen, was wir erreichen wollen und nicht ein Horrorszenario letztendlich kreieren, was keiner will. Ich hoffe auf die Vernunft aller. Ich glaube, ich treffe da den Kerngedanken der meisten Physiotherapeuten. Aller kann ich nicht treffen, will ich auch gar nicht, das funktioniert nicht. Ich habe ja auch nicht immer die gleiche Meinung wie andere. Und
Entschuldigung nochmal. Ja, also das ist mein Bestehen, mein Gedankengang. Ich hoffe, ich konnte da viele mit oder kann damit viele noch erreichen. Bei Ideenaustausch, ich bin da, schreibt mich an über Facebook, macht selber solche Videos. Hier geht es nicht um mich, ich bin da vollkommen irrelevant, mir brennt es nur auf der Seele, mir wird es auch weiterhin auf der Seele brennen. Für mich lohnt sich Physiotherapie, Physiotherapie lohnt sich absolut. Das, was die Leute vorher geleistet haben, war schon super, aber jetzt geht es hier um was ganz anderes. Also bleibt am Ball, lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen und versucht alle eng zusammenzustehen und versucht mal eure Meinungsverschiedenheiten beiseite zu legen. Das kommt danach und dann sehen wir weiter. Alles klar, bis dahin, schönen Abend, wir sehen uns bald.